Macht echt Spaß, die Arbeit mit ihr. Manchmal ist sie vielleicht ein bisschen hyperaktiv. Vor 3 Jahren ist ihr Mann gestorben und seitdem stürzt sie sich in die Arbeit. Nur die zählt für sie. Danke, Chloe, für diese Einführung. Du musst nach vorn sehen. Du sollst François ja nicht vergessen. Aber du kannst dich doch nicht für den Rest deines Lebens verschließen. Ich wäre 100%ig für dich da. Es wäre mir, glaube ich, lieber, wenn sie mit mir ganz normal umgehen würden. Hallo? Ich komme wegen der 114 zu Ihnen. Ich habe jemanden geküsst. Was? Wen denn? Ich weiß nicht. Gut, um die 114 kümmern wir uns später. Später. In Ordnung? Was ist das für einer? Ein Kollege. Was machst du da? Ich habe um 5 einen Termin bei Nathalie. Und? Es ist 1 Minute vor 5. Ich komme ungern zu früh. Sie und Marcus? Ja. Warum stehst du auf einen Mann, der so hässlich ist? Du lässt ihn in Frieden, hast du verstanden? Was spielen Sie mir da vor unter Ihrem Deckmantel des depressiven Schweden? Im Grunde steht dir doch was viel Besseres zu. Es gibt keine Geschichte. Und es wird auch keine geben. Nathalie ist wie Yoko Ono. Wo sie auftaucht, da geht die größte Band aller Zeiten in die Brüche. So ist Nathalie. Ihr Haar ist wundervoll. Am liebsten würde ich Ferien in ihrem Haar machen. Danke. Ich bin dabei, mich zu verlieben. Das ist doch lächerlich.